Eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente von Unternehmen sind Geschäftsberichte. 100 große Unternehmen veröffentlichen rund 7,5 Millionen Wörter auf 25.000 Seiten. Diese Inhalte haben Auswirkungen auf das Standing von Unternehmen in der Gesellschaft, aber auch auf den Wert des Unternehmens. Mein Name ist Stefanie Mittelbach-Hörmann-Seder und ich arbeite am Institut für Unternehmensrechnung und Revision. Im Rahmen meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Unternehmensberichterstattung. Das heißt, welche Informationen stellen Unternehmen der Öffentlichkeit, insbesondere Investoren, zur Verfügung? Und welche Auswirkungen haben diese Informationen beispielsweise auf dem Kapitalmarkt? Geschäftsberichte bestehen sowohl aus quantitativen Informationen, das heißt Unternehmenszahlen, als auch nicht finanziellen Informationen, beispielsweise Corporate Social Responsibility Aspekte, kurz gesagt CSR. Und das sind Umweltbelange, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Ausbildung und zum Beispiel das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Wir haben untersucht, welchen Einfluss der institutionelle Hintergrund eines Landes auf die CSR-Berichterstattung hat. Wir wollten wissen, ob in liberalen Ländern mit weniger gesetzlichen Auflagen anders berichtet wird als in Ländern mit koordinierter Marktwirtschaft, in denen es strengere gesetzliche Rahmenbedingungen gibt. Die USA sind typischerweise liberal, während Österreich als koordiniert gilt. Eines der Themen, das wir näher betrachtet haben, ist Philanthropie, das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Wir haben die CSR-Berichte von Unternehmen gesammelt und mittels Textanalyse-Software bearbeitet. Diese haben wir gemeinsam mit einer Kollegin in Zürich entwickelt. Insbesondere spielt der Ton in der Unternehmenskommunikation eine wichtige Rolle. Basierend auf einem speziellen Wörterbuch wird festgestellt, wie positiv der Text formuliert ist. In Bezug auf die von den Unternehmen angesprochenen Themen generieren wir Wortfenster mit rund 20 Wörtern und überprüfen, ob die Berichte ähnliche Wortfenster aufzeigen. Wir finden Unterschiede in Bezug auf den Ton, der in der CSR-Berichterstattung angeschlagen wird, und zeigen, dass Unternehmen in liberalen Marktwirtschaften positiver über CSR berichten. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass diese Unternehmen einem stärkeren gesellschaftlichen Druck unterliegen, da ja diese Form der Berichterstattung weniger gesetzlich verankert ist. Die Ergebnisse werden auch für Philanthropie bestätigt. Unternehmen in liberalen Marktwirtschaften berichten deutlich stärker über ihre sozialen Aktivitäten und ihr Engagement. Es ist außerdem eine Möglichkeit, sich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Im Lichte der Globalisierung und der weltweiten Konvergenz der Unternehmensberichterstattung ist es spannend zu sehen, dass sich, obwohl sich die CSR-Aktivitäten von Unternehmen angleichen, die Berichterstattung über diese international unterscheidet. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir auch zeigen können, dass diese Informationen vom Kapitalmarkt verarbeitet werden, das heißt, einen signifikanten Einfluss auf den Wert des Unternehmens haben.